Yes, moin! Und wir fangen an mit dem Teil der Macht! Jawoll! Ist ja das Spiel schon gelaufen. Geil! Lol. Ich laufe jetzt einfach mal hier lang und wir befinden uns mitten in einem Dungeon. Awesome. Okay, was geht hier? Ja, kommt! Alle raus aus euren Löchern. In euren Ecken. Lol. Da sind noch zwei Bots. Oh, wir haben Schlüssel! Warte mal. Okay, wir sehen hier L3, das heißt, es gibt Etagen. Awesome, I like. Wir haben einen Schlüssel, acht super-duper Zaubermuscheln, Wundermuscheln, wie auch immer die nochmal heißen. Wir haben Stöckchen Kunterbunt, haben wir gesehen, in Part 9. Ja, also ich laufe hier erstmal halbwegs planlos nochmal durch die Gegend. Ah, wir haben keine Bomben mehr. Wir sind wieder in einem Dungeon. Habe ich glaube ich schon erwähnt. Eine Bombe! Ich will mal kurz was ausprobieren. Nee, geht leider hier im Dungeon nur einmal. Alles klar, dann gehe ich mal. Wow, die Familie Red Slime wird leider gebasht vom Teil der Macht und. Das ist jetzt uncool, weil, kein Plan, warte mal. Wenn man die nämlich nur mit... Holy crap! Rein mit Gebrüll, was sind das für Gegner? Schleimies! Warte mal. Hab Bock auf hüpfen und bashen. Schlüssel, Herzchen. So, aufgepasst, wir haben zwei Schlüsselchen. Und eine Todestür. Irgendwie traue ich mich da nicht durch. Rein da! Ah, Zombie! Oh, ist das episch mit dem Teil der Macht. Ah, oben eine Tür. Ja, wir müssen hier oben weiter. Bomben! Ups, vielleicht hätte ich... Halt. Wir brauchen das. Komm zu Papi. Ey, die blöde Eule! Versorgt meinen Plan. Oh, diese Eule! Komm her! Was? Das kann doch gar nicht sein, der muss doch hier da unten gehen. Boah! Habt ihr das gesehen? Agro-Explosion tötet seinen Kollegen. Was geht ab? Das war mein Kamikaze-Bob. Alter. Krass. Haben wir... Ne, haben wir natürlich nicht. Gut. Es scheint noch... Wir scheinen noch ziemlich am Anfang zu sein. Vom Dungeon. Coole Sache. Ja, cool. Dann darf Phil mal den Endboss kicken, habe ich so das Gefühl. Aber wir erinnern uns, hier war eine Truhe. Wow, 50 Rubine. Yes! 50 Rubine entsprechen 50 Bomben, oder? Fünfmal. Ja, da unten gibt es auch wieder eine Bombingstelle. Aha, da gibt es wieder eine Truhe. Okay, das war so ein bisschen zum Scouten. Interessant. Wir müssen zurück. Okay, wir haben auch schon viele Schlüssel gesammelt. Hier unten konnte ich hier runterspringen. Ja, sehr gut. Bam, das ist wieder die Familie Red Slime. Okay, mit denen da oben lege ich mich noch nicht an. Ich gehe erstmal auf Nummer sicher und ich habe immer noch Teil der Macht. Jetzt ist es erst weg. Krass, hat lang gehalten. Warte mal kurz, ich muss mal überlegen. Nicht, dass ich jetzt einen Fehler mache. Was? Muss doch... alles klar. Geht nicht. Dann kämpfen wir weiter gegen Zombies. Auf zu hüpfen. Ja! Teil der Macht, die zweite! Bin unschlagbar mit dem Ding. Alles klar. Moin, Bombies. Bomben! Hüpfen! Nein! Hüpfen! Nein! Weg hier! Wow! Scheiße! Weg! Das Gesicht! Wie sie sich freuen zu explodieren! Nein!
Nein, da trifft es mich noch. Unfassbar. Unfassbar. Und hier gibt's Rubine. Und Slime Bob. Und eine Truhe. Kompass. Die Endbosse und Truhen befinden als weitere Hilfe. Ah, sehr geil. Guck ich gleich mal auf mein Kärtchen, in Anführungsstrichen. Unter uns ist ein Trüchen und da ist ein Kollege Endboss. Kein Problem. Leute, wir haben 11 Bomben. Sehr geil. Wo wir schon von Bomben sprechen, ich muss die Bomben schon wieder entschärfen. Halt mal. Konnte man die nicht... Konnte man nicht... Probier mal was. Nicht? Halt. Gott, die hitten ein. Die hitten ein. Da muss man sie nochmal... Oh oh. Ja, da stand ich in der Ecke und hier unten gibt's was. Ja, alles klärchen. Weiß ich Bescheid. Dankeschön, liebe Eule. Sorry. Alles klar. Oh, da gibt's wieder ein Bombing Place. Ich mag diesen Dungeon. Ah, shit. Lololol. Ich habe gerade auf meine Uhr geguckt und dabei einen Hit kassiert. Nein! Ich treffe nicht! Scheiße, wir gehen jetzt hier nicht down. Boah. Gott sei Dank. Eine neue Bombe. Boom. Aha. Moin. Alles klar, das heißt, wir hätten auch... Okay. Aber wir sehen, wir haben zwei Schlüssel. Das heißt, was heißt das eigentlich? Ich würde mal vorschlagen... Gibt's noch was? Ein Herzchen. Eine Bombe. Ja. Ich probiere das jetzt nochmal. Nein! Ja, ich weiß nicht. Nein, das hat einen Schlüssel gekostet. Ist ja uncool. Die Frage ist, ob das richtig ist. Komme ich eigentlich zu diesen lustigen Menschen? Warte mal. Das ist doch... Nee, da komme ich ja noch gar nicht hin. Oh, ich habe einen Schlüssel gewastet. Hoffentlich tötet mich... Ah, wird der dafür nicht. Ah, ein Rubin. Ach, lassen wir das. Ich gehe mal noch mal kurz zurück. Nein, so ein Eulenbock. Nein! Nein! Invisible Fledermäuse! Oh, shit. Habe ich mir fast gedacht. Ah. Oh, ich treffe heute nicht. Was ist los? Ich gehe mal jetzt hier lang. Oh. Noch ein Schlüssel. Gott sei Dank. Puh. Was? Hä? Wir haben noch jetzt zwei Schlüssel. Wir haben noch zwei Schlüssel. Okay, das ist mysteriös. Ich werde gleich nochmal offscreen, werde ich den Fehler beheben. Jetzt aber erstmal nicht. Jetzt machen wir erstmal weiter. Was passiert hier? Mysteriös. Nee, keine Sorge, Phil. Ich hole uns den Kollegen Schlüssel wieder. Okay, jetzt haben wir irgendwo... Wo muss ich lang? Unten? Ja, natürlich werde ich hier von so einem Pfeil getroffen. Bomben! Ach Gott. Aha. Ja, dann war so viel schon hier. Vielleicht muss man da aber auch runter. Probier's aus.
Nee, muss man nicht. Nee, muss man nicht. Oh, dann gehe ich jetzt mal links lang. Alles klar. Ah, eine Truhe. What the fuck? Wow, den Schnabel. Interessant. Aber wo wir schon vom Schnabel sprechen. Nee, der war hier unten nicht am Start. Ein drittes Mal. Awesome. Wir sind halb tot. Boah, warte mal, wie viele Rubine kann ich hier farmen? Nein, gar keine! Ich bin down gegangen. Ganz kurz. Ich muss hier was mal überprüfen. Mit diesem Block will ich mich nicht normal anlegen. Bis gleich. Moin Leute! By the way, wir hatten hier was vergessen. Ja, ich bin hier nochmal am Rejoin for the Schlüssels. Und zwar, ja, hier nochmal der Kompass. Und zwar haben wir vergessen. Aufgepasst. Ja. Kompass. Wir kennen dich. Danke. Wir hatten doch hier gescoutet vorhin. So, moin. Boom, bam, bing. Ja, ich habe natürlich wie immer einen Teil der Macht in diesem Park. Nee, das sind diese Agro-Bomben. What the fuck? Ich habe aber eine lustige Idee. Nein! What the fuck? Wir haben noch einen Schlüssel. Naja, den hätten wir fast übersehen. Ne, Fee! Grenzgenialer Part heute. Drei Schlüssel haben wir. Und wir gehen den Weg jetzt noch mal für... Nein. Ja, Rubine ja. Ärger nein. Scheiß Slimebobs. Die sollen zuerst dran glauben. Bombe, freut sich, zählt bis 3, 2, 1, tschüss. Nein, nicht zurück. Nein. Lol. Und das gleiche machen wir jetzt mal mit zwei Bomben, weil es Spaß macht. Zähl runter. Weg mit euch. Weg. Ich hab's raus. Ich weiß jetzt, wie es geht. Und wir müssen den grenzdebilen Scheiß nochmal machen, weil das Spaß macht. Machen wir es auch nochmal. Jo, moin Leute. Stimmt, hier gab's ja nichts Besonderes. Aber man muss hier wirklich aufpassen, das macht mir echt Fun in diesem Zelda-Teil. Weil es kann überall die Lösung versteckt sein. Man muss gut aufpassen. Das macht Fun. Ups, nee. Das macht gut Laune. Nö. So nicht, Kollege. Und ja, wieso habe ich mir die gerade die... Achso, ja, das war's. Ja, und die Zeit ist rum. Ich sammle nochmal ein paar Bomben. Und ich werde den Weg nicht lang gehen. Wir haben drei Schlüssel. Drei Schlüssel sogar. Und das soll The Phil, wie ich ihn jetzt trollen werde. Wie geil ist das denn? So Leute, ich beende den Part jetzt ultra lustig. Dazu werde ich aber noch Fledermaus und Eule kicken. Warte. Oh, das wird gar nicht so einfach hier. Gott. Oh, ist das schwer. Boah, ist das schwer. Wobei, kann ich den hier durch Springen kicken? Ich bin gespannt. Nein, ich krieg ihn nicht. Ich krieg ihn nicht. Ich will ihn aber down kriegen. Damit Phil denkt, dass ich den Part nicht gedreht hätte. Ihr wisst schon. Nein.
LOL, ich hab 'ne Idee! Warte mal, wie grenzkrank ist das denn? Moment. Die Bombe! Fuck! Jetzt weiß ich. Jetzt habe ich, glaube ich, den Grenz. Ja, down. Okay, jetzt noch ungefähr die Stelle. Ah, jetzt leider unser Ahorns. Ah, shit. Okay, alles klar. Aber nichtsdestotrotz, ich beende den Part jetzt hier. Und ja, Film muss jetzt nach links. Und wenn er lustig ist, dann geht er hier die dann geht er seinen alten Weg weiter. Aber ich habe oben ganz gut aufgeräumt fürs Erste. Ihr habt ja gesehen, diese Blockschlüssel muss man erst später öffnen, glaube ich. Wenn er will, kann er es natürlich auch schon machen. Aber das bleibt überlassen. Viel Spaß, Leute, bei Film. Tschö. Nein, wo ist denn die Stopptaste?